Hier eine Extremwertaufgabe. Du möchtest mit 6 Meter Maschendraht an einer Wand entlang einen rechteckigen Auslauf für dein Kaninchen abgrenzen. Frage: Wie wählst du die Maße von diesem Rechteck, damit der Flächeninhalt größtmöglich wird? Wenn wir diese Seitenlänge x nennen, so beträgt diese Seitenlänge ebenfalls x. Und diese Seitenlänge beträgt dann 6 minus x minus x, also 6 minus 2x. Wir suchen ein Maximum von dem Flächeninhalt von diesem Rechteck. Also drücken wir zuerst diesen Flächeninhalt mit der Variablen x aus. Der Flächeninhalt von dem Rechteck, das ist natürlich diese Seite x mal diese Seite 6 minus 2x, also minus 2x Quadrat plus 6x. Da wir von dieser Funktion ein Maximum suchen, werden wir diese Funktion ableiten und von dieser Ableitung eine Zeichentabelle erstellen. F' von x ist also minus 4x plus 6, so. Der Nullwert, das ist 6 Viertel, also 1,5. Und somit können wir rasch diese Zeichentabelle erstellen. Wenn x 1,5 ist, dann ist f' von x gleich 0. Da f' von x ersten Grades ist, setzen wir rechts von der 0 das Vorzeichen der Vorzahl von x, also Minus, und links von der 0 das entgegengesetzte Vorzeichen. Da wo f' streng positiv ist, da steigt die Funktion f. Da wo f' streng negativ ist, da fällt die Funktion f. Und da f' bei 1,5 0 ist, haben wir bei 1,5 eine horizontale Tangente, woraus wir schließen, dass diese Funktion f bei 1,5 ein Maximum erreicht. Wir sehen also, wenn x, diese Seite, 1,5 ist, dann erreicht der Flächeninhalt von diesem Rechteck ein Maximum. Die Maße, die wir also nehmen sollten, sind 1,5, auch da 1,5 und hier 6 minus 2 mal 1,5, also 3. Die Maße sind also 1,5 Meter mal 3 Meter und der entsprechende maximale Flächeninhalt beträgt 1,5 mal 3, das heißt 4,5 Quadratmeter. Und somit ist diese Aufgabe beendet.